Es hätte ein erfolgreicher Jahresabschluss vor heimischer Kulisse werden sollen. Doch stattdessen kassierten die Spreefüchse in den Schlussminuten eine üble 26:28 Niederlage gegen den HC Rödertal. Im Großen und Ganzen kein sehr schlechtes Spiel, aber der Schluss geht einfach gar nicht. Da müssen wir den Kopf bewahren und mit der Führung, die wir haben, runterspielen. Mit dem HC Rödertal kam am Samstag ein direkter Verfolger der Spreefüchse in den Fuchsbau. Nach der Last-Minute-Niederlage gegen Zwickau wollten die Berlinerinnen heute natürlich einiges wieder gut machen und starteten ambitioniert in die Partie. In der 6. Spielminute erzielte Linnea Sophie Höbbel das 3:3. Für sie war es heute ein ganz besonderes Spiel, schließlich stand sie ihrer großen Schwester Ann-Kathrin im Trikot des HC Rödertal gegenüber. Das Spiel war lange Zeit sehr ausgeglichen. Erst nach rund 25 Minuten gelang es den Berlinerinnen, sich mit mehr als einem Treffer abzusetzen. Hervorzuheben war hierbei Füchse-Kapitänin Anna Blödorn. Sie spielte eine überragende erste Hälfte und war mit 8 Treffern maßgeblich an der 13:10 Halbzeitführung beteiligt. Wir kämpfen in der ersten Halbzeit sehr stark, sodass wir auch mit einer 3-Tore-Führung in die Halbzeit gehen und müssen es auch eigentlich weiterfahren, was wir da gemacht haben. Die Abwehr stand sehr gut für uns heute, eigentlich ein dankbarer Job, auch das haben wir nicht so ganz ausgenutzt. Dass eine 3-Tore-Führung schnell wieder verspielt ist, sollten die Spreefüchse eigentlich wissen. Erst am letzten Wochenende schafften sie in Wuppertal ein wirklich beachtliches Comeback. Nach einem 7-Tore-Rückstand drehten sie das Spiel in den zweiten 30 Minuten und nahmen die 2 Punkte mit nach Hause. Auch heute sah es lange Zeit so aus, als ob die beiden Punkte in Berlin bleiben würden. Knapp 5 Minuten vor Schluss verloren die Spreefüchse dann aber plötzlich ihren Kopf. Vorne verspielten sie wichtige Bälle und luden die Gäste zu Tempo-Gegenstößen ein. Der HC Rödertal ließ sich hier nicht zweimal bitten und wandelte einen 2-Tore-Rückstand innerhalb kürzester Zeit in eine 3-Tore-Führung um. Aus Sicht der Füchse war es ein Totalausfall in den Schlussminuten, für die Damen aus Rödertal ein Hinrundenabschluss wie aus dem Bilderbuch. Ja, das Spiel war heute was ganz Besonderes, gerade für uns beide und unsere Familien, weil wir das so noch nie hatten. Also wir haben diese Saison beide das Zweitliga-Debüt gegeben und jetzt, dass wir auch in unserer Heimatstadt das erste Mal gegeneinander spielen, war natürlich was Besonderes. In der zweiten Handball-Bundesliga ist nun erst einmal Winterpause angesagt. Ausgenommen die Spreefüchse. Sie müssen am 22. Dezember noch einmal ran, auswärts bei einem direkten Ligakonkurrenten. Nächsten Sonntag geht es dann gegen Rosengarten und da wollen wir unsere doch eigentlich sehr erfolgreiche Hinrunde nochmal beenden mit einem Sieg und uns die 2 Punkte nach Hause holen und dann schön in die Weihnachtsferien gehen. Wir drücken dafür natürlich die Daumen. Wenn die Spreefüchse die 2 Punkte aus Rosengarten entführen sollten, wären sie in diesem Jahr auswärts ungeschlagen. Denn die bisher 3 Niederlagen kassierten sie allesamt zu Hause im Fuchsbau.